Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem neuen Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 6 Updates und 7 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Nils und Dirk für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wie immer starten wir mit den Updates und zwar starten wir mit dem Devrant Meißelgruber Pack. Das kommt von Fred Modding, Downloadgröße 20,97 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Texturen verbessert. Das nächste Update kommt für die Mod dritte Person von Viper GTS 96, Downloadgröße 24 KB in der Version jetzt von 1.5.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Probleme mit der Rotation des dedizierten Servers im Multiplayer behoben. Problem mit LS22 Version 1.4 behoben. Die Easy Development Controls Mod kriegt das nächste Update und zwar kommt diese von GTX als Autor. Downloadgröße 0,26 MB jetzt in der Version 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, es wurde ein Fehler behoben, bei dem das Laden eines gespeicherten Spiels mit aktivierter Easy Development Controls nicht möglich war, wenn die Zeit beim Speichern auf 0 gesetzt war. Es wurde ein Fehler behoben, der verhinderte, dass Produktionsstatus über den Bildschirm platzierbare Objekte geändert werden konnten, nachdem die Funktion Neuladen verwendet wurde. Fußmessung gefixt, die falsch angezeigt wurde, wenn der Wert größer 1 für Stammlängen war. Nur Benutzer der Fahrenheit-Spieleinstellung. Baumwollpalette wegen Inkompatibilität aus der Spawnliste entfernt. Ort eines Ballens anzeigen ist jetzt mit Ballenpressen und Ballenladen kompatibel, die Basisspielspezialisierungen verwenden. Kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Default User Setting XML hinzugefügt. Standard Benutzereinstellungen werden aus dieser Datei im Multiplayer und beim Starten eines neuen Spiels geladen. Die XML-Datei wird beim Laden erstellt unter My Games Farming Simulator Mod Settings und dann Easy Development Controls. Dann wurden hinzugefügt ein paar Übersetzungen und zwar die tschechische, die französische, die russische, die polnische und die brasilianische respektive portugiesische Übersetzung wurde hinzugefügt. Das nächste Update kriegt das Paletten-Autoloader-Spezialisierung vom Akimobil, Downloadgröße 41 KB in der Version jetzt von 1.7.3.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Lure-Trigger-Fehler behoben, der durch Update 1.4 verursacht wurde. Tension Belt-Trigger überarbeitet. Dann kommen wir zu der nächsten neuen Mod, die ein Update bekommen hat. Und zwar ist das Reparatur- und Lackierungseinstellungen. Diese kommt von Ragman 2414, Downloadgröße 15 KB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Kompatibilität für 1.4.1.0. Dann kommen wir zu einem weiteren Mod, die ein Update bekommt von Viper GTS 96 und zwar die echte Schmutzfarbe, Downloadgröße 46 KB, jetzt in der Version von 1.2.5.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, behoben. Unabhängige Radfarben funktionieren jetzt für alle Clients im Multiplayer. Behoben, die Schmutzfarben der Fahrzeuge werden nun für alle Clients synchronisiert, wenn sie dem Spiel im Mehrspielermodus beitreten. Hinweis, der separate Real Dirt Color Tracks Mod funktioniert jetzt mit unabhängigen Radfarben im Multiplayer. Wir kommen zu der ersten neuen Mod und zwar heißt diese reale Fahrschmutz Fahrspuren. Diese kommen natürlich auch von Viper GTS 96, Downloadgröße 26 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Die Mods echte Schmutzfarbe und realer Schmutzfix sind erforderlich, um diese Mod zu aktivieren. Färbt alle Reifen, Ketten, Fahrspuren und Staubeffekte des Fahrzeugs passend zu den Schmutzfarben ein. Die Farben vermischen sich und nutzen sich während der Fahrt ab. Die Farben werden auch wieder auf normal zurückgesetzt. Die nächste neue Mod heißt echte Schmutzpartikel, kommt natürlich auch von Viper GTS 96, Downloadgröße 0,42 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Echte Schmutzpartikel fügt sowohl trockene als auch nasse Partikelsysteme zu Fahrzeugreifen hinzu, funktioniert mit Real Dirt Color getestet auf dedicated Servern. Dann kommen wir zu dem wahrscheinlichen Game Changer des Monats und zwar heißt diese Production Revamp von Braven, Downloadgröße 26 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Production Revamp Script,
Das Production Rerun Script ersetzt das interne Produktionsskript durch eine erweiterte Version. Möglichkeit, Rezepte mit mehreren Input-Gruppen, maximal 5, zu erstellen, von denen nur ein Fill-Type pro Gruppe vorhanden sein muss. Möglichkeit, mehrere Produktionen, die vorher einzeln angelegt werden musste, zu einer Produktion zusammenzufassen. Möglichkeit, ein oder mehrere optionale Booster-Inputs hinzuzufügen, durch die der Output vergrößert wird. Möglichkeit, den Booster für einzelne Outputs zu deaktivieren. Erweiterung der Einstellung des Produktionslager, verkaufen, verteilen, auslagern, vorher behalten, einlagern, neu. Zusätzliche Anzeige von Produktionen, die Shared Throughput Capacity aktiviert bzw. deaktiviert haben. Produktionen, die Missionsziele sind, können nicht mehr voll laufen, wenn sie niemandem gehören, bzw. die verkauften Güter landen nicht mehr in den Produktionen eines Hofes. Produktionen, die ohne Revamp geschrieben wurden, funktionieren weiterhin. Hierbei handelt es sich nur um das Script. Das Script alleine verändert die Produktionen nicht. Mehr Informationen und Einbauhilfe unter dieser Seite. Und dann gibt es hier natürlich einen Link. Und damit kommt natürlich auch schon die erste neue Mod. Die kommt von Teddy Saturn, heißt Production Revamp Produktionen. Downloadgröße 13,99 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Das ist ein Demo-Paket für Produktionen mit Production Revamp. Dieser Mod setzt zwingend den vorher angeschauten Mod voraus. Inhalt: BGAs. Bei den BGAs und den Gewächshäusern werden nun verschiedene Boost-Faktoren genutzt. Die BGAs laufen grundsätzlich mit Silage. Die Zugabe von Gülle oder Mist erhöht alle Outputs um jeweils 30%. Die Zugabe von Zuckerrübenschnitzel erhöht alle Outputs um jeweils 20%. Die Zusätze verhalten sich dabei additiv, das bedeutet, dass bei der Zugabe von Mist, Gülle und Zuckerrübenschnitzel wird der Output jeweils um 30 plus 30 plus 20% erhöht, also insgesamt um 80%. Die Gewächshäuser verarbeiten im Input Wasser, Saatgut, Dünger und Leerpaletten. Auch hier werden die Boostfaktoren genutzt. Im Standardbetrieb brauchen die Gewächshäuser nur Wasser, damit die Produktion startet. Die Zugabe von Saatgut erhöht die Produktion um 100%. Die Zugabe von Dünger erhöht die Produktion um 100%. Die Zugabe von Leerpaletten um weitere 40%. Das heißt, man kann hier die Produktion maximal um 240% verstärken. Das große Gewächshaus kann auch Baumsetzlinge produzieren. Leider muss die Leerpalettenproduktion hier als Abhängigkeit mit installiert werden, damit keine Fehler erzeugt werden. Natürlich können auch andere Palettenproduktionen benutzt werden, solange sie sich an die Unified Fill Types halten. FS Empty Pallets Production.zip. Und hier geht es natürlich dann weiter in der Beschreibung, und zwar mit dem Futtermischer Silo Fermenter, Kalkfabrik, Saatgut und Düngeproduktion. Ihr könnt gerne das Video anhalten, um hier die Einzelheiten selbst nachzulesen. Ein bisschen später in dieser Präsentation gehen wir das eine oder andere Mal zusammen durch, aber lasst uns jetzt weitergehen zu der nächsten neuen Mod. Die nächste neue Mod heißt Vistula KZB 3, kommt von Deus Volt, Downloadgröße 25,11 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Drescher mit einer Leistung von 60 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 100 Liter, 19 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, 1,5 Kubikmeter ist das Füllvolumen für das Erntegut, wiegt 4,4 Tonnen und die Arbeitsgeschwindigkeit ist bei 6 km/h. Der Preis 12.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Lizard, BKT und Trelleborg. Dann gibt es die Möglichkeit, zusätzliche Abdeckungen hinzuzufügen, und zwar einmal hier. Aufklebertyp kann geändert werden zwischen Alt und Neu. Und dann gibt es die Hauptfarbe, die gewählt werden kann. Und jetzt Achtung, hier könnt ihr mal aus Rot eine Schattierung auswählen. Die Designfarbe könnt ihr aus der Rotpalette und zusätzlich irgendwie Grau, Gelb, Beige und Weiß auswählen. Und betrifft diese Teile hier und die Felgenfarbe kann gewählt werden aus derselben Palette. Das wäre dann dieser Drescher.
Also klingen tut er schon richtig gut. Also, und die Animation ist genial. Also jedes kleine, jede Kette ist animiert. Ja, also wirklich, wirklich, wirklich cool gemacht. Und ich würde auch sagen, für den Preis von 12.000 Euro ist das für die kleinen Farmen natürlich absolut genial und ideal. Klein anzufangen und die Detailtiefe ist absolut fantastisch. Die nächste neue Mod heißt Frontbox und Gewichtepack. Kommt von Cyril Modding 88, Downloadgröße 1,63 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieses Pack zum einen mit dem Gewicht. Das wiegt standardmäßig 600 Kilo und kostet 500 Euro. Anhängerkupplungen können hier hinzugebaut werden, Standard oder 3-Punkt. Das Design kann geändert werden von 600 Kilo Frontgewicht zu 900 Kilo Frontgewicht. Und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Zum anderen gibt es noch die Frontbox. Die wiegt 50 Kilo, kostet 500 Euro und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Ich habe die hier hinten angehängt. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, diese zu öffnen. Auch nicht, wenn ich im Traktor drin sitze, finde ich hier keine Möglichkeit, diese zu öffnen. Also ist die rein dekorativer Natur. Wie ich vorhin gesagt habe, schauen wir uns mal kurz dieses Revamp-Paket an, das von TT Saturn gekommen ist. Und zwar scheint hier es so zu sein, dass die Standardproduktion für Schweinefutter 500 Einheiten Weizen, 500 Kartoffeln und 500 Mais macht 1500 Schweinefutter. Dann gibt es die TMR-Produktion. Die ist auch klassisch hier. Einmal Heu, einmal Stroh und einmal Silage gibt natürlich Mischration. Und hier gibt es dann eben eine zusätzliche Option, also 50 entweder aus Kartoffel, Zuckerrübenschnitzel oder Zuckerrüben plus 50 Einheiten aus Sorghumhülse oder Mais plus 250 Einheiten von Hafer, Weizen oder Gerste plus 200 Einheiten von Raps, Sojabohnen und Sonnenblumen ergibt 1000 Einheiten Schweinefutter. Dasselbe kommt hier auch zur Geltung, und zwar für die TMR oder Mischrationherstellung. Dann braucht man 500 Einheiten Stroh und 500 Einheiten Silage plus 1000 Einheiten entweder Heu oder Gras ergibt dann eben die Mischration. Ja, das ist cool, wunderschön gemacht, dass es jetzt möglich ist, quasi Bedingungen zu stellen oder Bedingungen zu setzen, Konditionen zu geben, damit eine Produktion eben verstärkt oder beschleunigt werden kann. Und dann kommen wir schon zu der letzten neuen Mod, und zwar heißt diese Großhandelsmarkt, kommt vom Brumifahrer, Downloadgröße 5,11 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Produktion und Verkaufsstationen. Ist diese Verkaufsstation hier 95.000 Euro zum Platzieren, und auf diesem Großmarkt können alle Getreide und Produktionsartikel verkauft werden. Das war es denn auch schon wieder von den Mods von heute. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten und fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Falls du keine anderen Mod-Videos und auch keine weiteren Inhalte auf diesem Kanal verpassen möchtest, dann hol dir gerne dein kostenloses Abo ab. Damit hilfst du auch dem Kanal enorm weiter. Ich würde sagen, das war der Donnerstag. Später bin ich dann im Stream. Und ja, ich glaube, heute war wieder mal ein Script-Tag. Für die Konsolen ist, glaube ich, nur eine oder zwei neue Mods hinzugekommen. Hoffentlich wird sich das morgen ändern. Ich wünsche auf jeden Fall einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, und wir sehen uns morgen wieder mit den Mods von morgen. Danke, tschüss und hasta luego.